Sehen's, jetzt geht's wieder los. Jetzt guck mal bitte, das hier ist jetzt was. Eigentlich ist es ganz schwer, es ist nämlich ein C-Programm, C-Code, und jetzt machen wir da was mit. Ich zeige mal eben ganz schnell, was das Programm tut. Das muss man kompilieren, so sagt man dazu. Oder, naja, kompilieren und ausführen, das mache ich mal eben. Führe das mal aus und zeige mal, was ich hier programmiert habe. Das dauert einen Moment, weiß gar nicht warum. Naja, hier kommen jetzt schrecklich viele Konsolenfenster. Und hier muss man einmal irgendwie klicken auf irgendeine Taste. Und hier muss man jetzt eine Eingabe machen. Ich mache jetzt mal für den Zweck dieses Tutorials eine Null rein. Und dann muss man so irgendwie machen. Einfach so. Ich habe jetzt ein paar Mal dieselbe Null eingegeben. Diese Null lässt mich erkennen, dass das eine Konsolenanwendung ist. Dieses Programm macht jetzt eine Endlosschleife, das heißt, ich muss hier einfach mal so raus. Und das ist jetzt überflüssig, das wollen wir gar nicht. Das auch nicht. So, dann mache ich hier mal eben zu und zeige mal anhand von Java, dass es das auch anders, dass die Null auch anders aussehen könnte. Muss ich mal eben machen. Dazu mache ich mal Notepad an. Geht jetzt schlecht zu. Also ich mache mal Notepad an und zeige mal anhand eines Programms, das ich schon habe. Muss ich mal eben suchen. Ja, jetzt ist Notepad an. Hier ist Notepad plus plus. Und ich mache mal, na sagen wir mal, was ich besser finde, wäre ein Programm. Dies wollte ich eigentlich nicht machen, ich wollte mir anders suchen. Muss ich mal eben suchen. Irgendwo in dem Ordner. Mal eben muss ich suchen, ja, hier in dem Ordner. Da unten, ganz unten. Da will ich mal drauf zu und dieses hier nehmen. Nee. Eben suchen, welches? Eben gucken. Ich finde das. Ist ein bisschen schwer jetzt. Ich habe gedacht, ich habe das anders genannt. Doch, da ist es. Dieses Programm wollte ich mal zeigen. Da schreibe ich mal, dass man das sieht, wie eine Null aussieht. Dann sagen wir mal einfach. Ich mache mal eine andere Rechnung. So kann man das machen. 0 plus 20 mal 2. Das speichere ich mal. Also dieses Programm heißt einfach nur Arithmet. Naja, ist ja egal, wie es heißt. So, das haben wir jetzt. Ne? Hier kann man auch das mal lesen, bitteschön. Glückselig sind die Armen, sind am im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. So, jetzt machen wir aber mal Java. Und Java, das zeige ich mal eben. Das können wir mal so aufmachen. Wir gehen mal dahin in den Ordner Java. Und in diesem mache ich das gleich mal. Dieses Arithmet Java. Das will ich jetzt laufen lassen. Mit Hilfe von Java. Da mache ich das hier. Arithmet. Und zeige mal, was Fenstertechnik so kann. Und da sieht man es auch schon. Das ist jetzt richtig klitzeklein, eigentlich zu klein. Ja, ist ein bisschen zu klein, finde ich. Und das ist jetzt gar nicht schön. Habe ich einen Fehler gemacht. Aber hier sieht man die Null. Eigentlich müsste man das jetzt richtig vergrößern. Vielleicht kann ich das sogar.
Muss ich mal wieder was anderes bemühen, noch so ein Programm, weiteres Programm hier. Und muss ich mal eben was machen. Das ist richtig kompliziert. Hier, dieses machen wir mal an. Ja. Und schon haben wir die Lupe. Hier, da. Diese Null, die sieht man jetzt hoffentlich. Die ist anders. Ne? Als die Null, die eben war. So. In Das zeige ich nochmal den Unterschied. Und ich sage einfach mal, was ich damit jetzt meine, ist Folgendes. Wenn ich das hier, na, das war jetzt die Notepad++. Tut mir leid. Eben M-Bar-Karree nochmal anmachen. Dero, ne? Nicht Redo, Ja, hier dieses Programm. Da mache ich das letzte auf. Das ist Konsolen A. Wenn ich das ausführe, dann sieht man sofort diese Konsolenanwende oder diese Textmodus oder diese Textbasiertheit. Ich sag mal Textmodus. Diese Null, ne? Zeige ich mal ein bisschen deutlicher vielleicht. Kann man das so? Ja, das kann man zeigen. Und zwar, wenn ich das hier jetzt richtig groß mache, diese Null, ne? Die hat hier so einen Punkt in der Mitte. Na, das kann man nicht sehen. Hier da. Da ist jetzt die Null. Und hier. Da. Da in der Mitte. Ne? Damit will ich sagen, dass ich an dieser Null ganz genau erkenne, dass wir noch den alten MS-DOS oder DOS-Modus haben, oder diese Textbasiertheit, oder diese Konsolenanwendungsart, oder diesen Konsolenmodus. Naja, ich wollte nur den Unterschied mal ein bisschen erklären oder sagen. Das war's. Mehr wollte ich dazu jetzt nicht sagen. Dankeschön fürs Zuschauen.